Wir fischen jetzt hier eine große Bucht, wo wir ein Flachwasserplateau haben. Das heißt, wir fischen maximal Hüfttiefe. Und alles, was wir bis Hüfttiefe abdecken wollen, das fischen wir am allerliebsten mit einer Floating-Schnur. Wir haben jetzt deswegen auch etwas leichteres Tackle. Wir haben Achterrouten, zum Beispiel hier von Nam oder die 7X von Loop mit einer Schwimmschnur mit kurzer Keule. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn ihr solche Flachwasserbereiche fischt mit der Schwimmschnur, das Vorfach ein Tick länger als an der Sinkschnur zu wählen. Wir haben jetzt hier knapp Routenlänge und um dieses relativ diskrete Setup zu komplettieren, haben wir ein dezentes Vorfach aus Titanium, 11 Kilo stark und vorne, wenn ihr möchtet, könnt ihr einen kleinen Snap dran machen oder die Fliege direkt mit einem Perfection Loop anknoten. Und auch die Fliegen, die wir jetzt hier in diesen Flachwasserbereichen fischen, sind ein bisschen dezenter, ein bisschen kleiner. Also diese Muster, diese typischen Muster für Flachwasserbereiche bei uns sind etwa handgroß. Unbeschwert, auch das ganz, ganz wichtig, damit wir die Fliege langsam führen können. Etwa, wie gesagt, handlang, unbeschwert. Das Einzige, was wir haben, ist eben ganz klein bisschen UV-Kleber vorne im Kopfbereich. Das ist eigentlich neben dem Haken die einzige Beschwerung. Und dann seht ihr, sind diese Muster auch sehr dezent und leicht gebunden. Entweder nur aus Flash, wenn wir ein bisschen bedeckteren Himmel haben, wenn wir etwas angetrübteres Wasser haben, oder eben ein bisschen natürlicher wie hier mit Bucktail, mit ein paar Schlappen, mit ein bisschen Dubbing vorne und nur leichtem Flash-Einsatz, wenn das Wasser ein bisschen klarer ist. Schwarz geht sowieso immer. Also wenn ihr nur eine Farbe fischen müsst auf Hecht, dann wahrscheinlich schwarz. Und da würde ich sagen, probieren wir das jetzt mal im Flachwasser mit der Schwimmschnur, leichte Fliege und schauen mal, ob hier noch Fische stehen oder ob sie schon ins Tiefe gezogen sind. Wir fischen jetzt hier die Bucht, die ist relativ flach. Da vorne ist eine Kante, aber jetzt, weil der Wind halt reindrückt, kommen die Fische mal ganz gerne ins flache Wasser. Und wir müssen gar nicht tief fischen, also Knietiefe, Oberschenkeltiefe, das können wir perfekt mit der Floatingline fischen. Und jetzt in dem Fall habe ich auch eine unbeschwerte Fliege, die ich ohne Snap fische. Ja? Weil der Snap, der hat dann im Endeffekt auch wieder Gewicht und dann jiggt die Fliege zu sehr rum. Das möchte ich gerade nicht, weil so habe ich ein bisschen mehr Spielraum in der Geschwindigkeit, der ich fische. Dann kann ich halt schnelle Strips fischen oder halt auch sehr langsame, lange und kann gucken, was der Fisch halt möchte. Also wir fischen jetzt hier eine Schwimmschnur und zwar die Guideline Predator DC. Und die hat relativ viel Gewicht vorne in der Keule und ein langes Rear Taper, wobei das uns erlaubt, die Fliege relativ lange und kontrolliert in Luft zu halten und den Punkt abzupassen, wo die Schnur schießt, ist ein bisschen variabler. Das heißt, bei weniger Wind kannst du auch mehr Schnur in der Luft halten und bei viel Wind kannst du auch jetzt einfach gut schießen lassen und die Fliege fliegt trotzdem schön raus mit ein bisschen mehr Power im Wurf. Es geht überhaupt nicht darum, die ganze Schnur rauszubringen, sondern nehmt eine Distanz, die ihr gut einfach mit wenig Leerwürfen werfen könnt. Das macht das Werfen einfacher, schon Kräfte, aber es hilft auch beim Haken setzen. Also wenn ihr einen Haken auf einer 10 Meter Distanz setzt, ist die Chance, dass ihr den Fisch auch landet, deutlich höher, als wenn ihr das auf 20 Meter Distanz macht. Und jetzt hatten wir viele Bisse, die halt sehr aggressiv kamen. Und dann ist es halt cool, wenn du immer Kontrolle mit der Hand an der Schnur hast. Und dafür eignet sich diese Roly-Poly-Technik sehr gut, weil du eben einmal die Geschwindigkeit sehr gut variieren kannst, aber halt eben auch immer eine Hand an der Schnur hast. Da, gerade wenn die Hände kalt sind oder halt auch sehr nass und die Schnur glitschig ist, kann das sehr hilfreich sein, um dann die Bisse zu verwerten, wenn der Biss hart kommt. Beim Roly-Poly habt ihr auf jeden Fall viele Möglichkeiten zu variieren. Da ist schon der Biss. Und ihr habt die Möglichkeit, den Haken eben über die Schnur direkt zu setzen. Könnt ihr nochmal verstärken, indem ihr zurücklauft. Und dann beim Drill natürlich die Rute wieder ganz normal in die Hand nehmen. Fisch schnell ausdrillen. Auch der hat wieder ganz vorne genommen. Einfach das Vorfach, wie gesagt, hier schön straffen, dass der Kopf aus dem Wasser bleibt. Piemen, Deckelgriff. Und dann, in dem Fall brauche ich jetzt nicht meine Zange. So. Fisch kurz festhalten und dann schwimmt er von selber wieder weg. Geil. So. Andererseits, wenn du eher lange und ausufernde Strips fischen möchtest, bietet sich das halt sehr gut an mit einer Hand zu strippen. Da hast du hier ein bisschen mehr Platz. Dann halt nur immer gucken, dass hier Kontrolle da ist, immer zwischen den Strips oder Weizenbeul. Vielleicht kommt er nochmal. Ja. Ja.
Kommt auf mich zu. Ja, der hat einmal probiert zu packen und ist dann abgedreht und ist nochmal gekommen. Oh ja, ist auch kein schlechter Fisch. Jetzt im Drill wichtig, immer schön aus dem unteren Teil der Rute drillen. Weil du dann mehr Kraft hast und den Fisch ein bisschen besser bewegen kannst. Ein bisschen mehr aus der Balance halt. Schöner Fisch. Ah, der ist fett. Schau mal, wenn ihr Pote machen wollt, mit zwei Händen packen, nicht mit einer. Einmal schnell zeigen. Gucken, dass der Fisch wieder gut wegschwimmt. Und dann ist das Ding auch schon erledigt. Geil. Hammerbiss. Der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Präsentation ist immer ein gestrecktes Vorfach, damit schon die ersten Züge auch verwertet werden können, wenn ein Biss kommt. Das schafft ihr nicht, wenn ihr da irgendwo einen Kringel aufs Wasser legt. Deswegen gestrecktes Vorfach. Zweitens dann gerade Linie mit der Rutenspitze zum Streamer, also nie seitlich wegstrippen. Und drittens hier mit dem Stripping-Finger, wo ich den Stripping-Guard drauf sitzen habe, Kontakt zur Schnur. Wenn ein Biss kommt, brauche ich den Finger einfach nur zumachen, an den Kork drücken und dann kann ich den Haken setzen. So, wir sind jetzt hier auf einem Flat, wo der Wind hier von links aus der offenen Zone reindrückt, in die Bucht rein. Oh. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen, weil dann wird der ganze Baitfisch, der ganze Futterfisch wird in die Bucht reingedrückt. Und das will der Hecht natürlich abpassen und stellt sich dementsprechend an den Kanten und an den Strukturen ein, um die Baitfische abzupassen. Außerdem ist meistens das Wasser ein kleines bisschen trüber. Was für uns bedeutet, wir müssen nicht ganz so vorsichtig warten, wir müssen nicht ganz so vorsichtig fischen. Und der Fisch ist eh tendenziell mehr ein Fressdarm. So. Ah, der ist schön. Schau mal an. Ja. Kann nichts passieren. So. Ganz wichtig, wenn ihr den Fisch hier im Kiemgriff habt, ne? Also Kiemdeckegriff, dann könnt ihr ihn ganz sicher hier im Wasser halten, ohne den Fisch hochzuheben. Ganz wichtig, weil sonst die Wirbelsäule geschädigt werden kann. Der Fisch hat jetzt schön vorne genommen. Wenn er was tiefer sitzt, einfach mit der Zange rein oder noch besser mit so einem langen Tool von ADH hier, das Hook Release Tool. Dann kannst du nämlich schön, ohne deine Finger zu verletzen, reingehen. So. Und dann einfach gucken, dass der Fisch schön lebendig wieder wegschwimmt. So, jetzt auch noch ein paar Fischen. Das ist halt eben der Vorteil von dem Titanmaterial. Ist unser Beißvorfach immer noch komplett gerade. Das passiert schon mal beim Stahl, dass es halt ausfranst und komplett knickt dann. Ne? Da musst du es halt wechseln, weil das unter Wasser nicht mehr so schön läuft. Und jetzt hatten wir in relativ kurzer Zeit 4, 5 geile Attacken und ein paar Fische gefangen. Und dann ist natürlich das Dümmste, was du machen kannst, den Spot zu wechseln. Also bleiben wir jetzt hier und fischen uns nur sehr, sehr langsam weiter, um halt eben alles mitzunehmen, was wir potenziell mitnehmen können. Ja? Und das heißt, wir bleiben bei der gleichen Fliege, fischen jetzt hier den Flachwasserbereich ab. Wenn hier nichts mehr passiert, dann kann man wieder ein bisschen schneller fischen. Und eben der Fisch wollte es zum Beispiel sehr langsam haben. Das heißt, ich habe hier die großen langen Strips gemacht. Beim Roadie Poly ist nichts passiert. Wenn dann länger nichts passiert, einfach wieder variieren und die neue Taktik, Technik quasi rausfinden und optimieren. Und dann kannst du relativ effizient so einen Spot halt abfischen. Das heißt, wenn nichts passiert, schnell bewegen, viele Würfe, bisschen Distanz dazwischen. Wenn du die Fische findest, einfach ein bisschen fokussierter, sternförmig abfächern. Ja, weil jetzt können sie tatsächlich sehr, sehr flach stehen, die Fische. Also wir sind hier tatsächlich nur knietief drin mit der Schwimmschnur und wir haben die Fische auch in die Richtung gefangen. Ja, wenn ihr so einen schönen großen Fisch habt, ist ganz wichtig, Kiemengriff und dann kann eigentlich nicht viel passieren. Genau, Fliege sitzt schon ganz vorne, super. Guck mal, super. Kannst du hier greifen, da kann gar nichts passieren. Wichtig ist, den Fisch nicht ganz aus dem Wasser heben, vor allen Dingen nicht komplett hängen lassen. Das ist schlecht für die Wirbelsäule. Wenn ihr ihn rausheben wollt, einmal kurz an zwei Punkten und dann ist super. Und dann lassen wir den gehen. Jawohl. Zurück. Da schwimmt sie.